zu einem rustikalen Abend hatte die Feuerwehr Frankenau eingeladen. Bei Winzerglühwein, Bratwurst, Bier und Kinderpunsch trafen sich Freunde, Förderer und viele Bürger an der Kellerwaldhalle. Ja, schönen guten Abend, hat den Bock. Hallo. Vorsitzender vom Feuerwehrverein hier, der Freiwilligen Feuerwehr Frankenau. Richtig. Und Jugendwart. Und Jugendwart, wie das so üblich ist, ein Posten reicht ja nicht. Richtig. Ja, 6. Januar, Heilige Drei Könige, in anderen Bundesländern Feiertag, bei uns nicht. Aber die Feuerwehr Frankenau hat sich so ein bisschen was einfallen lassen. Richtig. Einmal die Weihnachtsbäume angesammelt. Das ist richtig. Heute Abend gibt es ja eine kleine Veranstaltung hier an der Kellerwaldhalle. Warum? Genau, warum? Ist ganz einfach. Wir haben uns gedacht, oder ist ja letztlich Tradition, dass wir immer die Weihnachtsbäume einsammeln. Warten eigentlich auch immer bis zu drei Heilige Könige. Dass es heute auf den Samstag gefallen ist, hat halt gepasst. Und ja, wir sammeln dann immer die Weihnachtsbäume ein, sammeln ein paar Einnahmen ein, dadurch natürlich Spenden, was uns immer sehr freut und wo ich mich auch nochmal bei allen Bürgern in diesem Rahmen bedanken möchte. Und dieses Jahr haben wir uns halt was Besonderes überlegt. Wir wollten nochmal alle Bürger abends zu einem gemütlichen, rustikalen Abend einladen und entsprechend haben wir das heute auch vorbereitet. Der Erlös, der Überschuss heute, der geht einmal an die Jugendfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr Frankenau, genau, aber auch an den Kindergarten. Genau, wir haben natürlich auch den Kindergarten, aber auch den Förderverein von der Schule und den Erlös werden wir entsprechend aufteilen. 130 Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Frankenau. Das ist richtig. Nicht alle aktiv, sind auch die Passiven mit dabei. Genau. Wir haben 130 Vereinsmitglieder, das zählen natürlich die Aktiven dazu, da zählt natürlich auch die Ehrenabteilung, Alters- und Ehrenabteilung dazu, als auch unsere passiven Mitglieder aus dem Ort, die uns unterstützen. Jetzt ist am 2.2. stellt sich ja die Feuerwehr neu auf oder auch nicht. Da ist die Jahreshauptversammlung. Das ist richtig. Da wird neu gewählt, da wird der Jahresabschlussbericht gemacht. Das ist richtig. Da wird Rede und Antwort gestanden. Und genau. Die Einsätze waren überschaubar in 2023. Genau kann ich das gar nicht sagen. Da müssten wir unseren Mehrführer fragen. Der kommt später auch noch. Aber man kann grob davon ausgehen, dass wir 1-2 Einsätze pro Monat circa hatten. Mit dem schönen großen neuen Fahrzeug. Mit dem schönen großen neuen tollen Fahrzeug, wo wir natürlich auch jeden Montag uns treffen, unsere Übungen abhalten, um dort auch immer auf neuesten Stand zu sein. Man trifft sich die Jugendfeuerwehr? Die trifft sich auch montags vor der Einsatzabteilung um 18 Uhr. Wäre natürlich toll, wenn sich hier der ein oder andere Jugendliche nochmal findet und uns besucht und auch mitmacht. Vielen Dank. Gerne. Danke.